Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute geht es hier um eine schicke Schlundratte, die wir uns über Torghast erspielen können. Und die schimpft sich hier einmal kolossale Umbra-Leder-Schlundratte. Und wenn wir uns die besorgen wollen, kriegen wir die über folgendes Item: robustes, versilbertes Schlundrattengeschirr. Und dieses robuste, versilberte Schlundrattengeschirr kriegen wir aus allen Torghast-Teilen raus, wenn wir Torghast laufen ab Stufe 13 aufwärts. Und zwar droppt es dann sowohl von den Endbossen aus Torghast, als auch wenn ihr das Adamantit-Gewölbe freischaltet, heißt 200 Punkte habt, beziehungsweise diese 5 Diamanten, schaltet ihr das Adamantit-Gewölbe frei und dann kann es von dem Boss auch noch droppen. Bedeutet, wenn ihr einen Torghast-Run macht, der 13 aufwärts ist und ihr dann quasi einen perfekten Run in Anführungszeichen hinlegt, habt ihr zweimal die Chance, einmal vom normalen Endboss und vom Adamantit-Gewölbe dann auch nochmal. Die Höhe der Chance kann ich euch im Moment noch nicht wirklich sagen. Auf WoW Head sind die Chancen sehr, sehr gering. Und zwar seht ihr bei 0,01% oder 0,02 hier, hat das auf sich, da diese ganzen Bosse die gleichen sind über die komplette Expansion. Jetzt wurde die ganze Expansion lang der Boss gekillt, das Ding ist nie gedroppt und jetzt erst seit dem Patch können Leute 13 plus gehen. Es können ja immer noch Leute einen 5er, einen 2er, einen 10er machen und da kann es ja nicht droppen. Deswegen ist es ein bisschen schwierig mit diesen Drop-Chancen. Ich persönlich habe, glaube ich, keine 10 Runs gemacht, die über 13 aufwärts waren. Ich habe einmal die Runs gemacht, 13, 14, 15, 16, um die 16er freizuschalten und dann, ich glaube, nochmal 4 16er oder so. Also es waren keine 10 Runs, dann ist es persönlich bei mir gedroppt. Ja? Die Drop-Chance scheint nicht allzu schlecht zu sein. Ich kenne auch schon einige Leute, die dieses Mount tatsächlich haben. Heißt, wenn ihr eh die anderen Schlundratten farmen wollt, da gibt es nämlich noch zwei weitere, die aus Torghast sind, dann werdet ihr wahrscheinlich dieses Mount nebenbei bekommen können. Genau, dann schauen wir uns nochmal an, was für Schlundratten es noch so alles gibt. Insgesamt sind es 4 Stück. 3 davon können wir aus Torghast bekommen, 2 davon gibt es quasi in Serra Mortis. Wir haben einmal hier eine Schlundratte, die hatte ich euch schon im Video gezeigt, die wir dementsprechend aus diesen schlundgebundenen Vorratskisten bekommen. Das ist aus den Kisten, die wir in der Sandebene in Serra Mortis bekommen, überall da, wo die schlundgebundenen sind. Dann haben wir eine Schlundratte, da hatte ich euch auch schon ein Video gezeigt, die kriegen wir von Ruf. Das ist einfach ein Mount von dem Rare, auch in Serra Mortis. Wie gesagt, habe ich euch auch schon ein Video gezeigt. Dann diese hier aus der Ebene 13 höher in Torghast. Und dann haben wir noch 2 weitere. Dann gibt es einmal die kolossale Schwarz-Clown-Schlundratte, was ich ehrlich gesagt die coolste finde mit den roten Augen. Die bekommen wir einfach vom Chaylas Gauntlet oder im deutschen Spießrutenlauf. Den habe ich persönlich jetzt noch nicht gemacht. Man muss nur Ebene 4 machen. Ich habe mir sagen lassen, das soll jetzt nicht so schwer sein. Und dann haben wir noch die kolossale Seelenfetzer Schlundratte. Dafür muss man einfach alle 16er makellos machen, heißt diese Achievements mit den 200 Punkten abschließen. Da muss man halt ein paar Wochen warten, bis alle Teile mal waren und dann kriegt man die. Und während ihr diese farmt, könnt ihr eigentlich die andere hier auch bekommen. Ihr seht, ich habe erst 2 jetzt die Woche mal angegangen, die 16er, und habe dann gleich schon die hier mit dabei gehabt. Gut, das waren eigentlich die Informationen, die ich euch geben kann. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte das ein bisschen weiterhelfen. Und ja, falls dem so gewesen ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.